Bronze, das können wir dann mal wieder schmelzen. Ach, danke, Mick. Danke, Flipflap. Danke für die frühe Warnung. Hab Flipflap gesagt oder Flimflam? Passiert. Bei mir kam jetzt die Meldung, something weird happens around you. Weißt du, du kannst jetzt mal zuschauen, wie lang, verdammt lange das dauert. Okay, hau rein. Also, Assembling Machine. Ja. Ich war gerade bei der Play Cutting Machine. Hast du schon reingetan? Ja. Pff. 250 Sekunden später. Jetzt kann ich auch das endlich machen, was wofür wir die Plate Cutting Maschinen brauchen. Schau mal rein. Moment. Ich suche gerade was. Christian. Ja. Schau dir mal bitte die 127.61.36 an. 1, 2, 7, 6, 1. Ja. Doppelpunkt 3, 6. 2, 6. Und jetzt schau mal bitte da rein, wie viel lang das in der Zentrifuge dauert. Und dann spreche ich mal weiter. Ich finde nix. Das ist dirty. Wie ist nochmal die ID? Moment. Ich glaube, jetzt verkacke ich es selbst. Das war Dirty Pile of Diamond Dust. Jetzt habe ich nicht vertippt. Okay, dann gehe ich auf den Diamond Dust von Mechanism. Ich suche schon. Ja, dann mach das mal. Ja. Boah, wir kriegen endlich die ganzen Wagtech-Maschinen recycelt, die wir nicht mehr brauchen. Also das würde ich mal eine schöne Möglichkeit. Stell dir vor, dafür, selbst dafür bin ich zu doof. Was? Es zu finden. Dann geh mal auf den Diamond Dust von Mechanism und ein Rezept weiter. So. Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Kannst du dich noch an das letzte Mal erinnern, wo wir gesagt haben, dass wir im Vakuum-Visa, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir ja den komplett aufbauen können? Geht's jetzt endlich oder was? Ich sag mal so, wir haben, glaube ich, sogar schon letztes Mal gekonnt. Passiert. Wir brauchen 20 Reinforced Machine Casings und 6 Advanced Machine Casings. Achso, was ich dir zeigen wollte. Komm mal her. Sofort? Advanced Machine Case. Okay, wenn ihr fertig ist, dann können wir das quasi anfangen. Die Assembling Machine. Tata. Baum in die Plate Cutting Machine. Oh. Emerald Plates. The Starter Orb. Yeah, man. Darauf, wo ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Data Control Circuit. Ja, nein, Data, nein. Data Storage Circuit. Weil die Control Circuits könnte ich auch noch gebrauchen. Kurz hier hinter. Ach du heilige Scheiße. Was? Ich habe mir gerade mal angeschaut, wie viel wir von den Emerald Plates brauchen.
Ja, ich meine, Emeralds haben wir ja wohl genug. Ja, aber trotzdem, es dauert 300 Sekunden in der Assembly Maschine. Ich könnte währenddessen mal kurz bei meinen Bienen vorbeischauen. Und wie ihr jetzt, glaube ich, mitbekommen habt, das alte Gebäude, was eigentlich dafür gedacht war, dass wir darin schlafen, generell Wohngebäude, ist jetzt quasi das neue Bienengebäude. Und ich habe jetzt schon mal ein bisschen was gemacht. Zwar noch nicht so ganz viel, aber ich habe schon mal was. Hier im Squeezer habe ich es hier hochgeholt und die Zentrifuge. Und den Advanced Mutatron haben wir jetzt. Und ich glaube, das zeige ich jetzt auch mal gerade, wie der funktioniert. So, ich habe dann jetzt hier nochmal die Bienen, habe ich so eine kleine. Moment, da reiße ich hier mal kurz ab, das gefällt mir nicht. Das sieht ja scheiße aus. So, habe ich hier so einen kleinen Aufbau gemacht und zwar. Hier an in der Perry kommt unten ein Wooden Transport Pipe von BC, also von Witchcraft. Daran so ein Autarchic Iron Edge Gate. Wird weitergeleitet an Golden Transport Pipe. Und dann an die Apiaris Pipe von Forestry. Da werden quasi alle, habe ich hier eingestellt, dass nach Rot jede Biene weitergeht und nach Grün Anything. Heißt. Wenn diese Biene, wenn die jetzt gleich stirbt, geht das hier rein und sollte Platz sein für eine Biene, geht die Biene hier rein und der Rest geht hier rein. Sieht man, ist recht gut, kriegt man schön automatisiert. Und hier in den Industrial PIV habe ich halt die Cultivated Queen und Cultivated Drone reingepackt und die produzieren wie Scheiße. Was habe ich eigentlich hier drüben noch drin? Ah, die Liparine Queen. Und Christian? Ja. Unsere Biene hat unser erstes Ei produziert. Okay. Weil Biologie auch so funktioniert. Ja. Muss so, ne? Ja. Und worauf sie das halt auch noch abgesehen haben, oder gesagt, ich, ist diese Silky Combs, weil in der Zentrifuge kriegt man Honeydrop und Silky Propolis. Und aus Silky Propolis kann man Leather machen, braucht man nicht. Oder. Blackstained Glass, bla bla bla. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich heute Nacht die ganzen Red Alloy Plates gemacht habe? Plate Bending Machine oder was meinst du? Ja, das waren 128 Stück. Ja. Die sind alle weg. Willst du dich verarschen? Wir haben die schon alle verbraucht. Das kann doch nicht sein, so schnell haben wir die noch nie im Leben verbraucht. Advanced Circuit. Nie im Leben. Braucht man für die AESU verdammt viel. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder, wenn wir gleich aufgehen, was im Auftrag. So, wie aus den Silky Propolis haben wir jetzt einmal Propolis in Silk Wisp bekommen. Silk Wisp braucht man für ein Seaforkrate. Weiß nicht genau, wofür das ist. Oder man kann daraus aus drei ein String machen. Oder Kerzen. Oder, worauf ich das abgesehen habe, Woven Silk. Und aus Woven Silk kann man den Bienenanzug machen. Ja, Bienenanzug. So, was haben wir großartig zu sagen? Man kriegt keine bösartigen Effekte mehr von den Bienen. Ja, oder was kann man da noch rausmachen? Ah ja, Silver Receive. So, ich gebe da jetzt mal wieder ein Stack hier rein. Das tue ich dann hierzu. Und ich wollte ja nochmal euch zeigen, wie das jetzt hier ist. Mit dem Mutatron. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ich wollte schon mal, dass ich was Gutes da rauskriege. Ach, machen wir das einfach. Cultivated. Da könnte ich noch eine Princess gebrauchen. Das geht mit einer Rocky und einer. Kommen, perfekt. Nehmen wir die Rocky Princess und dann waren hier die Common Drones drin. Wer sich jetzt fragt und oder gesagt, wer sich mit den Bienen noch nicht so ganz auskennt, warum sich hier diese Bienen stacken lassen und dafür hier drin einige Bienen nicht. Das ist ganz einfach.
Diese Bienen, die sich stecken lassen, das sind reinrassige. Das sind echte deutsche reinrassige Bienen. Was? Ja. Also, ich fresse mal schnell einen Taco. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie der Transportator funktioniert. Der braucht halt ein Mutagen, was wir hier im Mutagen-Producer machen. Also in unserem Fall, wir flößen der Biene quasi einen Uranbarren ein. Dann brauchen wir hier diese Genetics Labware. Wird gemacht aus Glasspanes und einem Diamanten. Kriegst du 16 Stück raus. Und jetzt kannst du hier einfach die Rocky Princess und die Commandoren reinlegen und du kannst dann hier unten auswählen. Ich zeig mal ganz kurz. Kannst du hier auch auf die Kammern gehen. Aber dann kannst du hier unten, wenn man aus dieser Kombination zum Beispiel mehrere Bienen kriegen kann, dann kannst du hier unten auswählen, welche Biene du gerne hättest. Klickt man darauf, verbraucht sich eins und man sieht jeden Moment, und zwar jetzt haben wir eine Cultivated Queen. Und wenn ich das sogar im Kopf habe, ist sie glaube ich dann auch schon sofort reinrassig, weiß ich jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich es gerade verkackt. Ich glaube, wir sind schon in der dritten Folge, ne? Du meinst die letzte? Ja. Also sind wir jetzt gerade offiziell in der 100. Folge. Christian? Ja. Also sind wir jetzt in der 100. Folge, oder? Also wir haben jetzt halb. Erst um drei Viertel sind wir in der 100. Wir haben um Viertel vor angefangen. Das war 5 vor. Nein, das war Viertel vor ungefähr. Egal. Weißt du was? Ich schaue jetzt mal gerade nach. Ich habe ja die Möglichkeit. Okay. Okay. Ach, halt doch die Fresse. Hast ja gewonnen. Ach, schon wieder? Ne. So. Tut mir leid, dass ich zählen kann, aber... Nee, ich war der vollen Überzeugung, dass wir um Viertel vor angefangen hatten. Nee, erst um 53. Ja. Nur weil du zu spät gekommen bist, ansonsten wären wir jetzt schon in der 100. Folge. Bitte gibt alle für Crazy einen Daumen runter auf seinem Kanal. Hast du einen Kanal? Ja, habe ich. Boah, perfekt. Und noch deine Videos. Scheiße. Christian? Ja. Du hast nicht zufälligerweise, dass mein Video hochzuladen? Das kam jetzt gerade zu geil. Was ist? Bist du auch am Server drauf? Also bei mir ist es gerade gefreezed, aber... Crazy 2 from 2 left the game. Okay. Das kam gerade irgendwie zu geil. Kann ich mir denken. Willst du nicht mein Video hochladen? Crazy 2 from 2 left the game. Ach ja. Immer diese blöden Lags. Weltquert. So. Ach, Christian? Ja.